So, hier eine weitere Folge über den Fall des Verschwindens von Lisanne Frohn und Chris Kremers. Heute wollen wir uns einmal die wichtigsten Fotos ansehen, die überwiegend von der Kamera der beiden stammen, die später im Dschungel gefunden wurde. Um die Fotos besser zu verstehen, bietet es sich an, den Fall schon etwas zu kennen, daher gern auch mein Intro zu der Thematik ansehen. Fangen wir also mit den ersten Fotos an. Diese beiden Bilder sind eher harmlos. Sie zeigen die Aktivitäten am Tag, als die beiden zuletzt gesehen wurden. Hier befinden sie sich bereits auf dem Weg zum Il Pianista Wanderpfad. In den sozialen Medien hat insbesondere das rechte Foto Aufmerksamkeit erfahren. Ein Thema entbrennt sich um den Schattenwurf, denn dies würde darauf hinweisen, zu welcher Zeit dieses Bild entstanden ist. Die Zeitangaben der Kamera sind nicht ganz zuverlässig, weil nicht bekannt ist, ob die korrekte Zeit eingestellt war. Erschwerend kommt hinzu, dass die Zeit auf niederländische Zeit eingestellt war. Das heißt, hier gar nicht die korrekte Zeit angeben konnte. Diese musste man noch korrigiert berechnen. Hier befinden sich beide auf dem Weg zum Mirador, dem Aussichtspunkt und gleichzeitig Endpunkt des Wanderpfades El Pianista. Zu sehen ist der Beginn des Wanderpfads in einer relativ offenen Gegend mit wenig Baumwuchs und auch einem niedrigen Schwierigkeitsgrad. Zu sehen sind ja auch Fahrspuren, das heißt, auf diesem Bereich des Pfades verkehren auch ab und zu noch Autos. Die Laune ist bestens, beide haben ihre Sonnenbrillen an, beziehungsweise auf und sehen fit und zufrieden aus. Zumindest auf diesem Bild ist nicht ersichtlich, dass sich eine von beiden erkältet hat. Es war überlegt worden, weil sie, bevor sie die Wanderung durchgeführt haben, auch in einer Apotheke gesehen worden sein sollen. Hier hätten sie nach Asthmaspray verlangt. Wie gesagt, eine schwere Beeinträchtigung scheint zumindest zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht vorzuliegen. Es geht weiter auf dem Wanderpfad und der Wanderpfad führt immer tiefer in den Dschungel hinein und den Berg nach oben. Der Mirador ist ein Aussichtspunkt, der etwas erhöht liegt und eine umfassende Raumsicht bietet, zumindest wenn er nicht in Wolken verhangen ist. Je weiter man sich dem Mirador nähert, desto enger und umschlungener werden die Pfade, wie man hier links im Bild sehen kann. Nicht mehr der weite und breite Gehweg, sondern enge Pfade mit Steinen belegt und teilweise von Wasser durchflossen. Auf dem rechten Bild sieht man, dass beide oben am Aussichtspunkt, dem Mirador, angekommen sind. Sichtlich zufrieden, dass sie ihre Wandertour geschafft haben. Zur Belohnung werden oben auf dem Mirador einige Selfies geknipst in den verschiedenen Positionen, zusammen und jeweils auch alleine. An diesem Tag hatten die beiden Glück mit dem Wetter. Das Wetter zeigt sich zwar leicht bewölkt, aber der Mirador ist weit davon entfernt, in Wolken verhüllt zu sein. Die Fernsicht ist gut. Man kann auch weit entfernte Gipfel erkennen. Auch dies ist ein seltener Anblick, denn normalerweise befindet sich der Gipfel, also dort, wo der Mirador ist, in Wolken. Von hier oben aus kann man auf die Stadt Boquete zurückschauen, die sich in einen oberen und unteren Stadtteil gliedert. Rechts davon würde Los Naranjos liegen. Anhand der Entfernung kann man sehen, dass es sich nicht um einen ganz kurzen Wanderpfad handelt. Allerdings zeigt auch ein Teil der Selfies, dass die Sonne auch schnell verschwinden kann und Bewölkung aufzieht. In der Dschungelregion dieser Gegend kann sich das Wetter sehr schnell ändern. Deswegen sei an dieser Stelle auch der Kommentar gesagt, dass unklar ist, wieso beide eher schlecht ausgerüstet auf diese Wanderung aufgebrochen sind. Sie hatten nur einen Rucksack dabei, nur eine Flasche zu trinken
Die Mobiltelefone waren nicht ganz aufgeladen und ihre Kleidung besteht aus kurzen Hosen und freiärmeligen Oberteilen. Sollte es zu regnen beginnen oder ein Kälteaufschwung kommen, wären beide überhaupt nicht geschützt. Immerhin sinnvoll war, dass beide ihre Wanderschuhe angezogen haben, um sich auf diese Reise zu begeben und zum Schutz gegen die Sonne auch Sonnenbrillen dabei hatten. Also könnte man meinen, nachdem sie die Leistung geschafft haben, den Wanderpfad abzugehen, dass sie sich jetzt wieder auf den Rückweg machen würden. Doch das ist nicht so. Und das ist sehr verwunderlich. Spätere Handyauswertungen zeigen, dass beide sich sehr wohl bewusst waren, dass sie nicht den Rückweg einschlagen, sondern noch ein bisschen tiefer in den Dschungel vorstoßen. Im Dschungel kann es schnell passieren, dass alles gleich aussieht und man muss nicht unbedingt merken, wenn man einen anderen Weg zurückläuft und denkt, dies sei der richtige Weg zurück in die Stadt. Allerdings zeigte das GPS des Handys an, dass sie den falschen Weg einschlugen. Falsch in dem Sinn, dass er nicht zurück zur Stadt führte, sondern tiefer in den Dschungel. Der Mirador oben bezeichnet eine Kontinentalgrenze. Auf der linken Seite fließt das Wasser vom Berg in den Pazifik, auf der rechten Seite in den Atlantik. Auf Englisch Continental Divide genannt. Unter guten Aussichtsbedingungen kann man vom Aussichtspunkt oben sowohl den Atlantik sehen als auch den Pazifik. Der Weg tiefer in den Dschungel ist eigentlich nicht für Touristen gedacht, sondern für Einheimische, die sich dort auskennen, Bauern in der Gegend und Behörden. Allerdings muss man auch sagen, dass es 2014 am Aussichtspunkt noch kein Schild gab, welcher Weg der richtige Weg zurück in die Stadt ist. Sich allein an den Büschen am Mirador zu orientieren, fällt schwer. Dennoch, die Zeit war vorangeschritten und beide waren schon etwas erschöpft durch den mühsamen Aufstieg bis zum Mirador. Es ergibt eigentlich keinen Sinn, dass sie jetzt noch weiter in den Dschungel laufen wollten, zumal sie anhand der Kontrolle ihrer Mobiltelefone wussten, dass das nicht der richtige Weg sein kann. Heute, also 2024, findet sich oben auf dem Mirador ein Gedenkschild für die beiden verschwundenen Niederländerinnen sowie eine Markierung des Rückwegs in die Stadt. Anstatt also den Weg zurück nach Boquete zu nehmen, drangen beide tiefer in den Dschungel ein. Was Chris hier auf diesem Bild macht, ist nicht ganz klar. Es wirkt aber nicht besonders verstörend, sondern eher so, als ob etwas, aber nicht unbedingt etwas Bedrohliches, ihr Interesse geweckt hat und Lisanne das fotografiert. Auf diesem Foto sieht man einen kurzen Flusslauf und eine bestimmte Anordnung von Steinen. Anhand dieser geografischen Gegebenheiten ist es später gelungen, sicher zu sagen, dass dieser Punkt sich circa 1,5 bis 2 Stunden Wanderzeit hinter dem Aussichtspunkt Mirador befindet. Spätestens jetzt hätten die beiden umkehren müssen, um überhaupt noch zu einer vernünftigen Tageszeit wieder zurück in Boquete zu sein. Man sieht auf dem Foto, wie Chris Anstalten macht, auch diesen kleinen Flusslauf noch zu überqueren, um weiter in den Dschungel einzutauchen. Sie hat den Flusslauf überquert, guckt zurück zu Lisanne. Zumindest vermuten wir, dass Lisanne die Kamera bedient hat. Und zeigt gleichzeitig einen etwas fragenden Gesichtsausdruck. Viele Analytiker in den sozialen Medien gehen davon aus, dass sich hier die Stimmung verändert habe und nicht mehr so fröhlich und gelassen ist wie am Anfang. Dies soll am Ausdruck des Gesichts von Chris zu sehen sein. Nun ist aber auch zu sagen, dass man nur aufgrund eines Fotos einen Gesichtsausdruck nicht immer eindeutig identifizieren kann. Videos von dieser Phase gibt es nicht. Auf dem Foto sieht es so aus, als ob Chris noch kurz auf Lisanne wartet, die nach dem Foto
zu Chris aufschließt und beide dann weiter in den Dschungel vordringen. Der nächste Abschnitt des Weges ist oben rechts im Foto bereits zu sehen. An dieser Stelle sei gesagt, dass dieses Bild das letzte Foto ist, es eindeutige Lebenszeichen von den beiden zeigt. Es entstand nachmittags am 1. April 2014. Dies ist für das weitere Geschehen wichtig. In der internen Bezeichnung der Kamera der beiden hat dieses Foto die Nummer 508. Als nächstes Bild müsste das Bild 509 kommen. Schauen wir uns also Bild 509 an. Bild 509 gibt es nicht. Es wurde gelöscht. Auf der SD-Karte der später gefundenen Kamera zeigt sich, dass dieses Bild einmal existierte, aber jetzt nicht mehr auffindbar ist. Nun kann es sich dabei entweder um einen technischen Defekt handeln oder jemand hat das Bild mutwillig gelöscht, damit man nicht sieht, was darauf aufgenommen wurde. Die Bilder der Kamera gehen weiter. Aber hier wird es mysteriös. Das nächste Bild nach 509 wird nämlich erst am 8. April, also 7 Tage später, geschossen. Und das mitten in der Dunkelheit des Dschungels und ohne eine tiefere Bildaussage zu treffen. Schauen wir es uns also an. Nach dem Bild 509, das gelöscht wurde, und dem Bild 508, wo Chris zu sehen ist, wie sie weiter in den Dschungel vorgehen möchten, folgen circa 90 Bilder, die in kurzer Zeit, also innerhalb von einigen wenigen Stunden, angefertigt worden sind. Die Bilder sind alle nachts entstanden und alle Bilder sind mehr oder weniger vom selben Ort aus entstanden, so als ob man sich von hier nicht mehr fortbewegen konnte, warum auch immer. Die Bilder sind meistens nach oben gerichtet. Man sieht auf diesem Bild hier zum Beispiel die Steilwand, die möglicherweise von beiden nicht mehr erklommen werden konnte. Dass es ein Bild von unten nach oben ist, sieht man zum Beispiel daran, dass die Fahne und Gewächse, die oben im Bild zu sehen sind, nach oben wachsen. Das heißt, das gesamte Bild ist von unten nach oben aufgenommen und wir sehen eine Steilwand. Und dieses Bild sorgte für viele Spekulationen. Es gehört zu den Nachtbildern. Zu sehen ist ein großer Stein und dahinter ein kleiner Flusslauf. Auf dem Stein liegt unter anderem Kaugummipapier, was vermutlich von einer der beiden Niederländerinnen dort zurückgelassen wurde. Am prominentesten ist ein Ast zu sehen, der mit zwei Plastiktüten, die wahrscheinlich aus einem Supermarkt von Bukette stammen, markiert wurde. Fast alle gehen davon aus, dass dies einen Wegweiser darstellen soll. Allerdings hat man später nie wieder diesen Stein gefunden und diesen Wegweiser auch nicht. Wenn man ihn gefunden hätte, wäre auch unklar gewesen, was er bedeutet. Zum Beispiel, dass zwei Personen in der Gegend sind und eine sich relativ gesehen zu anderen dort befindet, dass eine Person hier bleibt und die andere Person in die Richtung gegangen ist, in die der Zweig zeigt. Oder vielleicht noch eine andere Interpretation, die sich uns nicht ohne weiteres erschließt. Der Zweig und die Tüten wurden bisher nie gefunden. Der Fotobeweis ist der einzige, den es gibt, um zu sehen, dass sich beide wahrscheinlich Gedanken gemacht haben, um Rettung oder Suchmannschaften einen Tipp zu geben. Hier sehen wir ein weiteres Foto aus der Reihe der Nachtbilder, das nach oben geknipst wurde. Hier sehen wir viele Punkte im Bild, wobei sich einige nicht sicher sind, ob es sich hier um Wassertropfen handelt, weil es gerade zu regnen begonnen hat, oder es sich um Staub handelt, weil sich beide zum Beispiel in einer Höhle befinden, wie auch immer sie dort hingekommen wären. In den Bergen von Panama gibt es allerdings zahlreiche Höhenunterschiede, sodass es durchaus sein kann, dass eine von beiden gestolpert ist, ausgerutscht und vielleicht einen Weg nach unten gefallen ist. Wie man gleich noch sehen wird, werden sich beide aber nicht allzu weit voneinander getrennt haben.
Nebenbei sei noch gesagt, dass beide Handys dutzende Male während der Woche, also vom 1. bis zum 8. April, kurz an- und ausgeschaltet wurden, um zu prüfen, ob Netzempfang besteht. Es bestand einmal kurz ein Netzempfang für weniger als eine Sekunde Dauer. Das heißt, es konnten weder Anrufe, Nachrichten und schon gar keine WhatsApp-Nachrichten gesendet werden. Mit ihren Familien zu Hause hatten beide per WhatsApp damals bereits Kontakt, ein Messenger, der damals gerade im Kommen war. Chris und Lisanne führten Tagebuch, hatten aber bei ihrer Wanderung natürlich nichts zum Schreiben mit. Allerdings stellt sich die Frage, wieso sie nicht irgendwelche Nachrichten in ihren Notiz-Apps auf den Handys, die vorhanden waren, einmal ein iPhone, einmal ein Samsung, aufschrieben. Also entweder Grüße an ihre Verwandten, vielleicht letzte Grüße, oder aber eben auch, was passiert ist, oder eben die Speicherung ihres aktuellen Standortes per GPS. Auf einem Handy wurde einmal ein Screenshot angefertigt, der aber nur das Menü zeigt und keine Karte oder vergleichbare Sachen. Mit einem der beiden Handys wurde versucht, die Wetter-App AccuWeather aufzurufen. Und natürlich gab es kein Internet. Eventuell hat die App Ihnen aber doch etwas geholfen, denn die App zeigt beim Aufrufen, und Sie hatten sie bereits in der Stadt Boquete aufgerufen, eine Prognose für die nächsten Tage an. Allerdings nur für die nächsten 7 Tage damals, und die waren am 8. April dann bereits abgelaufen. Vermutlich wollten beide schauen, ob es noch mehr regnet und ob der Regen zu einer Gefahr werden kann. Denn auch auf diesem Bild, wie hier zu sehen ist, sind die Punkte vom Lichtreflex und der Größe her eher so, als dass es sich um Wassertropfen handelt, die von einem Blitz einer Kamera beleuchtet werden und eher nicht um Staubkörner. Diese würden nicht so groß auf dem Bild erscheinen und auch nicht unbedingt so intensiv das Licht des Blitzes reflektieren. Auch hier ein Bild, das wieder den Dschungel an einer Wand zeigt. Oben auf dem oberen Ende wachsen Pflanzen, die nach oben zeigen. An der Stelle ein Hinweis, dass eine unbekannte Person, vielleicht war es aber auch die Polizei von Panama, diese Bilder zum Teil auch nachbearbeitet hat und zum Teil das Datum eingefügt hat. Das Datum von Bildern kann meistens aus den EXIF-Daten gelesen werden. Das sind Metadaten, die Kameras auch damals schon sammelten. Allerdings bringt das insofern nichts, wenn das Datum falsch eingestellt ist. Und so sieht man auch hier, dass die Kamera zum Beispiel auf 2013 eingestellt war, obwohl die Reise definitiv 2014 stattfand. April und der Tag des April, der 8. April, ist aber ein korrekter Wert, da wir auch die EXIF-Daten von der Zeit kennen, wo die beiden noch in Boquete waren. Speziell dieses Bild wurde überbelichtet, sodass der Felsen unten in purem Weiß erscheint. Dies wurde gemacht, um zu sehen, was die dunkle Vegetation oben ausmacht. Denn auf dem ursprünglichen Bild sieht man oben nur mehr oder weniger grün-schwarze Schleier. Und viele hatten die Vermutung, dass oben etwas zu erkennen sei, wie zum Beispiel ein Mensch, ein Pickup-Truck oder andere Dinge. Bei Aufhellung und genauer Betrachtung zeigt sich aber nur dasselbe wie auf den anderen Bildern, dass die beiden unten an einer Wand sitzen, die sie möglicherweise nicht erklimmen können, und oben, nach oben hin, Vegetation wächst. Anderes menschliches Leben oder tierisches Leben ist nicht erkennbar. Es kann aber natürlich nicht ausgeschlossen werden, weil die Fotos mit Blitz nach einer Fotografierpause von 7 Tagen mitten in der Nacht in einer kurzen Zeit von wenigen Stunden entstanden sind, dass die beiden glaubten, zum Beispiel einen Hubschrauber gehört zu haben oder andere Geräusche und glaubten, Rettung sei in der Nähe und wollten eigentlich gar keine Bilder machen, sondern mit dem Blitz nur auf sich aufmerksam machen. Dann wären die ganzen Bilder erklärt, denn natürlich ergibt es keinen Sinn, 90 Mal
eine bewachsene Wand zu fotografieren. Wenn man annimmt, dass sie einer Warnmannschaft etwas signalisieren wollten oder sich vielleicht gegen ein wildes Tier wehren, was einige andere Kommentatoren vermutet haben, dann ergebe das Geknipse mitten in der Nacht Sinn. Dennoch bleiben dabei offene Fragen, denn ganze 7 Tage wurde kein einziges Foto angefertigt, obwohl vorher sehr exzessiv fotografiert wurde. Man hätte erwarten können, dass beide, die ja bewiesenermaßen zu diesem Zeitpunkt oder zumindest bis kurz vorher noch lebten, auch mit einem oder zwei Bildern die akuten Geschehnisse dokumentiert hätten. Zum Beispiel, wenn sich eine von beiden ein Bein gebrochen hätte, verletzt wäre, runtergefallen wäre oder in welchen Levadas sie eventuell feststecken würden. Hier hätte man dann vermutet, dass beide nicht nur nachts knipsen, sondern auch am Tag, wo man ganz ohne Blitz viel mehr Details erkennen kann und vielleicht später auch viel besser die Stelle hätte wiederfinden können. Es hätte ja sein können, das ist unbekannt, dass vielleicht nur eine der beiden verletzt war und die andere Hilfe holen wollte. Auf den Nachtfotos ist bis heute nicht identifizierbar, wo genau diese Stelle liegt. Es handelt sich jedenfalls um die lokalen Pflanzen vor Ort und passt gut zu der Region, aber die ist natürlich groß. Tagesfotos hätten eine Identifikation vermutlich sehr viel einfacher gemacht, vor allem da man aufgrund des Wetterstandes eventuell auch die Wolken am Himmel gesehen hätte und so hätte einschätzen können, in welcher Region es an welchem Tag wie bewölkt war oder eventuell Flugzeuge oder andere Gegenstände auf den Bildern erkennen. Nachts ist das alles etwas schwierig und ab einem Umkreis von 2 bis 3 Metern ist kaum noch etwas zu erkennen, außer dass rundherum Pflanzen wachsen und beide am unteren Ende von einer Wand sich aufhalten. Streng genommen wissen wir auch nicht, dass zu diesem Zeitpunkt beide noch leben, sondern nur mindestens eine von beiden noch lebt. Nämlich diejenige, die den Foto bedient hat. Wenn man hier ganz kriminalistisch vorgehen möchte, muss man natürlich sagen, wir wissen nicht einmal, ob Chris oder Lisanne überhaupt diese Fotos gemacht haben oder jemand ganz anderes, der bisher nicht in Erscheinung getreten ist. Wie gesagt, auf allen dieser Nachtbilder ist nicht zu sehen, wie es den beiden geht und wo sie gerade sind. Mit einer Ausnahme. Dieses Foto hier zeigt Haare. Es scheinen die Haare von Chris zu sein. Rötlich blonde Haare, wie sie Chris ganz eindeutig hatte. Im unteren rechten Bild wurde vermutet, weil die Haare dunkler sind, dass die Haare dunkler sind, weil sie mit Blut eingefärbt sind. Bei genauerer Betrachtung sieht das allerdings nicht so aus. Zu vermuten ist eher, dass es sich hier eventuell um ins Bild reichende Haare von Lisanne handelt. Das Schwierige an der Interpretation des Fotos ist, dass nicht genau bekannt ist, was mit diesem Bild bezweckt werden sollte. Es scheint den Hinterkopf zu zeigen, aber genau aus welcher Position lässt sich nicht richtig ermitteln. Je länger man sich dieses Bild anschaut, was ihr gerne einmal tun könnt, desto mehr meint man, hier diese oder jene Struktur erkennen zu können. Zum Beispiel ein Ohr von Chris, einen Ohrring oder andere Dinge. Wenn man diese dann noch einmal anschauen möchte, findet man sie nicht mehr. Es sieht jedenfalls nicht so aus, als ob mit dem Bild eine Verletzung dokumentiert werden sollte. Einmal angenommen, Lisanne wollte dokumentieren, dass Chris ein schwerer Unfall passiert ist und sie mit dem Kopf nach unten auf dem Boden liegt, wäre doch eher zu vermuten, dass sie den ganzen Körper fotografiert und nicht nur den Hinterkopf. Eine andere Vermutung ist, dass Lisanne zu diesem Zeitpunkt nicht mehr lebte oder sehr schwer verletzt war und Chris noch aktiv war, aber nicht auf ihren Hinterkopf schauen konnte. Vielleicht war sie hingefallen und hatte sich dort verletzt und wollte
das Foto anfertigen, um zu sehen, ob sie sich selbst am Kopf verletzt hat. Sie kann sich ja nicht selbst auf den Hinterkopf schauen. Allerdings ist auch diese Theorie fragwürdig, denn es ist gar nicht so einfach, ein Selfie von seinem Hinterkopf anzufertigen, das auch noch einigermaßen scharf ist, wie hier auf dem Bild. Besonders nicht mit der Kamera der beiden, wo ein Abstand von 30 bis 50 Zentimetern zum Hinterkopf hätte bestehen müssen, um ein solches Bild anzufertigen, selbst wenn man den Zoom oder die Zoom-Funktion aktiviert. Übrigens haben beide, obwohl die Kamera einen Zoom hat, diesen auf sämtlichen Urlauben und auch auf diesem Urlaub nie einen Zoom eingesetzt. Aber egal, Zoom hin oder her, es ist praktisch unmöglich, eine Kamera einen halben Meter von sich wegzuhalten und damit seinen Hinterkopf zu fotografieren. Insofern ist doch eher wahrscheinlicher, dass Lisanne dieses Bild angefertigt hat. Allerdings, wie gesagt, ohne zu wissen, warum. Vielleicht wollte auch Lisanne irgendetwas erkennen und hat wiederum den Blitz nur benutzt, weil sie keine Taschenlampen dabei hatten, um kurz zu sehen, wo Chris ist oder generell, um einfach nur Licht zu machen. Auf der anderen Seite ist auch das wiederum fragwürdig, denn beide hatten Handys und als die Handys später gefunden wurden, waren die Akkus nicht etwa leer, sondern noch teilweise voll. Das heißt, sie hätten auch die Handys als Lichtquelle nutzen können und dies wäre viel sinnvoller gewesen, als den Blitz zu benutzen, der einmal kurz für weniger als eine Sekunde einen hellen Lichtblitz gibt, sondern die Handys hätten mattes Licht nachts abgegeben und das über nicht nur den Bruchteil einer Sekunde, sondern so lange eben gebraucht oder einige Minuten. Zum Thema Handys an der Stelle, es ist unbekannt, ob beide von der jeweils anderen den Handypin kannten. Denn nach einiger Weile wurde ein Handy ein paar Mal mit einer falschen PIN eingeschaltet und dann gar nicht mehr. An der Stelle noch einmal die Erinnerung, wenn man auf einer Wanderung oder Reise ist und es brenzlig wird, das heißt, man sich in den Survival-Modus begibt, sollte man einige Grundregeln beachten. Eine davon ist, sämtliche Codes und Sperren zu entfernen, das heißt von sämtlichen Handys die Codes zu löschen, sodass jeder der Gruppe auf alle Handys im Notfall Zugriff hat. Natürlich können Handys auch ohne PIN-Code einen Notruf absetzen, das bringt aber nichts im Dschungel, wenn gar kein Internet, Mobiltelefonempfang besteht. Aber zum Beispiel mit GPS könnte man sich einen Weg oder zumindest eine ungefähre Richtung, wie man möglicherweise aus einem Problem fortkommt, anzeigen lassen. Die am meisten vertretene Theorie ist, dass es unter anderem durch Auswertung der bisher gezeigten Fotos am wahrscheinlichsten ist, dass beide einen Unfall hatten und in einem Levada festsaßen, aus dem sie nicht selbst entkommen konnten. Für die Zeit des 7. und 8. April 2014 waren damals in der Region starke Regenfälle angezeigt und auch eingetreten. Das heißt, ihr Levada kann sich innerhalb weniger Stunden in einen reißenden Fluss verwandelt haben. Das Wasser ist dann in dem Fall so reißend, dass an Schwimmen überhaupt nicht mehr zu denken ist. Man wird einfach mitgerissen und gegen allerlei Gegenstände gepresst, sodass man relativ schnell schwere Verletzungen erleidet und auch ertrinken kann. Dazu später noch etwas mehr. An dieser Stelle sei nur gesagt, dass dieses Foto das verstörendste und mysteriöseste Foto aus der ganzen Fotoreihe ist. Und das einzige Bild, das noch einmal zumindest einen Teil des Körpers von Chris zeigt. Ein anderes Foto, das für Aufregung sorgte, ist dieses hier. Hier sei gesagt, dass es nur ein Ausschnitt des ganzen Fotos ist und das Bild wurde optimiert. Auf diesem Bild sieht man einige Papierschnipsel liegen und einen runden Gegenstand, der wie ein Spiegel aussieht. Dazu ist noch ein Stoffgurt zu sehen. Fangen wir mit dem Stoffgurt an. Bei dem Stoffgurt handelt es sich um den Rucksack, den Lisanne auf dieser Wandertour getragen hatte.
Bei dem Spiegel handelt es sich nicht wirklich um einen Spiegel, sondern es ist der Boden einer Pringles-Dose, die beide mit auf die Wanderung genommen hatten. Der Boden wurde entfernt und man könnte sagen, dass er hier als Spiegel oder reflektierendes Element eingesetzt werden soll. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Fotos ergibt das allerdings wenig Sinn, denn es ist dunkel. Es sei denn, man geht davon aus, dass beide in eine Höhle gefallen sind und der Spiegel durch eine Höhlenöffnung nach oben reflektieren soll, falls die Sonne hereinscheint und erweiterte Rettungsmannschaften die Reflexion sehen könnten. Auch das Papier, das ausgelegt ist, könnte als eine Art SOS aufgefasst werden. Allerdings ist aufgrund des Bildwinkels nicht genau zu erkennen, was genau mit dem Papier ausgelegt wurde. Bei noch größerer Vergrößerung kann man sehen, dass das Papier zum Teil eine Karte der Stadt Boquete enthält. Das ist Infomaterial, das die beiden in Boquete für ihre Unternehmungen bekommen haben. Heute ist zu sagen, dass dieser Stein, auf dem das Papier liegt, und der Pseudospiegel, also Boden der Pringles-Dose, bis heute nicht mehr gefunden wurden. Auch bei großer Aufhellung des Bildes kann man nicht erkennen, was sich im Hintergrund befindet. Es bleibt schwarz. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird man daher nicht mehr herausfinden, wo dieser Stein lag. Es scheint aber nicht derselbe Stein zu sein, auf dem die beiden einen Ast mit zwei Tüten platziert hatten. Wir sind nun am Ende der Fotos der Kamera. Es folgen noch einige Bilder, die den Fall besser verdeutlichen. Hier sehen wir zum Beispiel einen Auszug von Lisannes Tagebuch. Die Tagebücher wurden später fotografiert und ins Englische übersetzt. Bei der Auswertung zeigen sich sicherlich die ein oder anderen Spannungen, auch ein bisschen Heimweh und die Frage, ob die Reise für die junge Niederländerin nicht etwas überfordernd wirkte. Allerdings zeigt sich kein direkter Zusammenhang mit einem möglichen Unfall auf diesem Wanderpfad. Es zeigt sich auch nicht, dass geplant war, diesen Wanderpfad überhaupt zu gehen. Er wurde jedenfalls nicht konkret mit Namen benannt. Hier sieht man ein Bild des Gästezimmers von Miriam, wo die beiden für ihre Zeit in Boquete gewohnt haben. Das Zimmer ist hier noch unverändert. Und so wurde es von den Rettern, Helfern und der Polizei schließlich aufgefunden. Die Polizei kritisierte im Nachhinein den Tourguide, dass er einfach so in das Zimmer eingedrungen ist und letztlich damit ja Spuren vernichtet hat, falls es welche gegeben hat. Er hätte theoretisch Gegenstände entfernen, hinzufügen oder die Lage verändern können. Hier ein Blick auf das Bett, wo man unter anderem eine Visitenkarte von Feliciano G. findet, der bis heute dort als Touristenführer arbeitet. Dass beide an diesem Tag, also dem 1. April, auf Feliciano getroffen sind, lässt sich natürlich nicht beweisen. Er selbst sagte, er hätte erst am nächsten Tag mit ihnen einen Termin gehabt und da wären sie dann eben nicht erschienen. Die Betten waren auch unberührt. Es gilt als gesichert, dass sie in der Nacht des 1. April nicht zu Hause zurückgekehrt sind und in ihren Betten geschlafen haben. Viele Monate später wurde in der Region tief im Dschungel ein Rucksack gefunden, der Rucksack von Lisanne. Er enthielt verschiedene Gegenstände, die den beiden Niederländerinnen gehörten. So zum Beispiel die beiden Sonnenbrillen, aber auch die beiden BHs, sowie die besagte Kamera und die Mobiltelefone. Es ist unbekannt, ob die beiden selbst ihre BHs auszogen und in den Rucksack packten oder ob später alles von einem Finder in den Rucksack gepackt wurde und dieser Rucksack dann gesammelt abgegeben wurde. Der Rucksack habe an einem Baum gehängt, was ja etwas eigenartig klingt, aber vielleicht wollte auch niemand der echte Finder sein, um zu verhindern, weil der Fall für viel Aufregung gesorgt hatte, dass man den Finder plötzlich als Mörder verdächtigt. Vielleicht hat also jemand Unbekanntes aus den Dörfern in der Region die Sachen einzeln gefunden oder in der Nähe gefunden, in den Rucksack zusammengepackt und ihn dann an einen Baum gehängt, wo er von zwei Bauern gefunden wurde. Noch einmal bezüglich der BHs.
Es kann sein, dass beide über 7 Tage nichts zu essen hatten und in dieser Zeit extrem abgemagert sind. Das heißt, ihre BHs vom Anfang April hätten ihnen bei totaler Fastenstrecke bereits am 8. April nicht mehr so gut gepasst und wahrscheinlich sehr gerieben. Wahrscheinlich hätten sie sie dann freiwillig ausgezogen. Wie gesagt, das kann man heute so nicht mehr feststellen. Die beiden gezeigten Brillen ließen sich als die Brillen von Chris und Isan identifizieren. Die Speicherkarte und der Akku der Kamera sind rechts in dem Bild zu sehen. Es ist aber zu vermuten, dass die Kamera anders aufgefunden wurde, nämlich mit der Speicherkarte und dem Akku im Gerät. Und dass nur für dieses Polizeifoto Akku und Speicherkarte aus dem Gerät genommen wurden. Zu erwähnen ist auch die leere Wasserflasche hier links im Bild zu sehen. Diese ist auf einigen Fotos bei Chris zu sehen. Entweder hält sie sie in der Hand oder hat sie vorne in die Hose gesteckt. Noch einige Zeit später wurde ein Schuh gefunden. Der Schuh brachte dann traurige Gewissheit, dass zumindest Lisanne gestorben war oder zumindest so schwer verletzt, dass es sehr unwahrscheinlich war, dass sie noch am Leben ist. In dem hier zu sehenden Schuh befand sich ihr linker Fuß. Beziehungsweise auf dem Foto befindet er sich immer noch darin, aber zum Glück kann man das nicht so gut erkennen. Es handelt sich um einen Schuh der Marke Wildeberry, der nur in den Niederlanden verkauft wird, was ja zum Fall passt. Zudem zeigte eine DNA-Analyse des Fußes, dass es sich um Lisanne handelte. Nach einigen Berichten sollen die Knochen des Fußes intakt gewesen sein. Nach anderen Berichten sollen insbesondere die Metatarsalia gebrochen sein. Das sind die mittleren Fußknochen und die brechen zum Beispiel, wenn man von einer erhöhten Anhöhe nach unten springt oder nach unten fällt. Aufgrund der Fußschwellung ist es oft angeraten, den Schuh nicht auszuziehen. Rechtsmedizinisch gesehen gibt es keine Hinweise darauf, dass der Fuß irgendwie abgeschnitten wurde, sondern es schien sich um eine natürliche Trennung zu handeln, wenn man das natürlich nennen kann, denn wahrscheinlich ist der Fuß abgerissen. Noch einige Zeit später und noch etwas an einem anderen Ort hat man schließlich diesen Beckenknochen gefunden und eine DNA-Analyse zeigte, dass es sich um den Beckenknochen von Chris handelt. Aufgrund des Fundes konnte man relativ sicher davon ausgehen, dass Chris nicht mehr lebt, denn eine solche Verletzung, bei der der Beckenknochen herausgerissen wird, ist praktisch nicht überlebbar und schon gar nicht ohne medizinische Hilfe. Dies waren aber die einzigen beiden Funde, die man bei diesem Fall hat machen können. Von den Schädeln oder anderen Gegenständen, Kleidung und Schuhen fehlt bis heute jede Spur. Es kann eigentlich nur gesagt werden, dass beide auf eine Wanderung gingen, auf die sie nicht wirklich gut vorbereitet waren, ihren Weg in den Dschungel fortsetzten und danach ist die Geschichte offen. Gewissheit haben wir heute nur, dass beide nicht mehr leben. Was nun wirklich passiert ist, war es ein Verbrechen? War es ein Unfall? Oder war es etwas anderes, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben bisher? Das gilt es nun herauszufinden.